So, Leute, da sind wir auch schon wieder mit einer letzten Folge. Ja, mit einer letzten Folge weiter Play. Genau. Nein, ja, mit einer weiteren Folge Let's Play, wollte ich eigentlich sagen, gesagt haben. Ist schon spät am Abend, bleiben. 16.32 Uhr. Naja, Aufnahmezeit. Naja, ich meine, die Folgen werden 19 Uhr veröffentlicht, dann ist das halt spät. Ja, wir haben es nicht geschafft, das in zwei Folgen, wie ich eigentlich wollte, zu beenden. Das heißt, Pokémon rutscht auf einen anderen Slot erstmal vor. Dafür kann ich nichts. Weil dieses Spiel läuft 19 Uhr, das heißt, ihr habt heute um 14 Uhr schon Pokémon gesehen. Oh, heute kommt die erste Folge, Silber? Ja, wenn mich nicht alles täuscht und ich gerade richtig gerechnet habe, oh, ich habe den Namen nicht umgeändert, ist nicht so schlimm. Kommt heute die erste Folge Pokémon. Warum haben die da unten gebaut? Ich bin auch ein Depp. Baut doch noch ein. Hast du kein Geld? Ich habe kein Geld. Du hattest gerade einen Plan. Ja, ich hatte einen Plan und ich habe an der falschen Stelle verplant, geplant, wie auch immer. Damit bekämen wir den, damit bekämen wir eventuell den, dann können wir mit dem ein bisschen rushen und dann... Okay. So. Wir verschwenden einmal unsere Gabe. Max, du machst das gern, oder? Ja, erstmal verschwenden wir unsere Gabe dort. Dort steht er übrigens sehr gut, ne? Kann alles abdecken, was wichtig wäre. Jetzt hätte ich beinahe den Zug beendet. 134, obwohl wir nur noch 5 haben. Sowas kann auch nur Max machen. Ja. Und dann sollte das auch der Raketenwerfer gewesen sein. Das war es mir definitiv wert. Selbst wenn er ihn runterschießt jetzt so. Hä? Selbst wenn er ihn runterschießt jetzt so. Die schießt ja definitiv runter, aber das ist mir egal, der Raketenwerfer ist weg. Hm. Naja, du könntest den 6er Missile Launcher könntest du in dieser Runde auch noch besiegen, ne? Genau. Das ist eigentlich das Ziel. Dann kann er eigentlich nur noch mit dem Jäger angreifen. Verdammt, er kann mit dem Jäger trotzdem die angreifen. Das heißt, warte mal. Wie weit kann der 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verdammt. Na gut, doch. Wenn ich Glück habe, kann ich ihm noch ein bisschen ärgern. So, wir bauen natürlich weiterhin. Nein! Sehr schön. Okay, dann bauen wir Mecheinheiten. Sehr schön. Es war alles Absicht. Wer was anderes sagt, lügt. So, Tammy. Du hast die Fähigkeit voll. Ja, aber hier kann ich die, diese Besetzungsfähigkeit gibt es erst im nächsten Teil. So. Von daher... Du kannst sie da ein, wenn du wolltest. Hä? Du könntest die 2 in die 6 rein einen. Mach ich noch. So. Der ist weg. Aus diesem Grunde und deswegen von Amts wegen beschlagnahmt. Sehr schön. Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Er hat nur einen Jäger? Fragezeichen. Hatte er nicht gerade noch einen zweiten Jäger gehabt? Nein. Er hat nur einen Jäger. Und er kommt... Ah, mit dem könnte er da runterkommen, okay. Aber selbst wenn er mit dem Kampf hier runterkommt, hast du immer noch den... Die zwei Flak-Einheiten da stehen. Die zwei Flak-Einheiten stehen. Und ich kann meine Kampfeinheiten jetzt relativ... Es sei denn, er haut dir jetzt die eine Flak-Einheit, die grüne, weg. Das kann passieren. Ja, das könnte er machen, aber... Ich muss ganz ehrlich sagen, I couldn't care less oder so. So... Kannst Kampfpanzer bauen. Das bringt mir immer noch nichts mit Tammy. Es bringt dir mehr als Jagdpanzer. Nee, zwei Jagdpanzer bringen mir mehr als einen Kampfpanzer, Tatsache. Ich versuche mal auch hier Raketenwerfer zu bauen. Nur bei unserem liebsten Lieblingsfreund Max werde ich das nicht probieren. Oh, er kann den noch angreifen. Okay, ich habe nichts gesagt.
Dann greift er aber den oben nicht an. Das ist auch richtig. Ich habe aber da unten doch, ich hab da Flachs stehen. Sogar zwei Flachs, die eventuell in Reichweite werden. Bang. Zum Thema, lass ihn leben, der flieht. Ja, ich dachte eigentlich, dass der flieht. Tschüss, Flaggeinheit. Das wäre aber auf jeden Fall sein nächster Missile-Launcher gewesen. Ja. Warum? Was denn? Weil das Gelb hat gerade Kling gemacht. Ja. Ich war eigentlich auf beschäftigt gestellt. Tja. Hast du Skype auf dem Tablet auf? Ja, mein Tablet liegt irgendwo. Ja, aber die Tablet-Versionen überschreiben manchmal den Anwesenheitsstatus. Das heißt, wenn du auf dem Tablet auf online bist und du stellst dich am PC auf beschäftigt, dann stellt er das gerne mal wieder zurück, sobald er die Aktualisierung hat. Blöder Computer. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass die Mecheinheiten so viel Schaden machen. Hallo, die hauen Bazooka raus. Also wenn ich die mit einer Flak angreife, kein Problem. Okay, die kann ich nicht. So, wir besetzen noch das eine Gebäude und lassen Tammy die ganzen anderen. Sie ist jung und braucht das Geld. Du bist doof, dich mag ich nicht, stirb. Macht er noch nicht. Ja, aber... Und den Jäger unterschießen. Ja, ich überlege gerade, wie ich das am schlausten anfange. Wie viel hat denn der noch? Der hat noch 3, okay. Weißt du was, hier, stirb mal eben. Tschüss. Bomber. Jetzt senkt sich Sturm. Oh verdammt, ich habe einen Bomber verloren. Bauen wir 3 neue. Oh, er hat da oben. Hat er da oben noch einen stehen? Er hat da oben noch einen stehen, ja. Was mich viel mehr nervt, ist, dass Sturm jetzt in der nächsten Runde höchstwahrscheinlich seine Gabel wieder voll haben wird. Ja. Der Kampfpanzer steht immer noch unbehelligt da, weil du Angst vor ihm hast. Der wird gleich mit dem Heli angegriffen. So, hatte ich hier nicht gerade noch eine Einheit? Da, sowas zum Beispiel. Ja, passt so. Jetzt baue ich ausnahmsweise mal einen Kampfpanzer. Aber nicht mit Tammy. Nö. So, und... Ich wollte gerade sagen, nimm doch endlich mit dieser Mech-Einheit ein, aber du brauchst erstmal... Kontrolle Tammy über diese Mech-Einheit. Richtig, richtig, Tammy ist zu. Das stimmt. Du könntest den Bomber angreifen und der kann sich nicht wehren. Genau. Ich kann mit einem Heli einen Bomber angreifen. Nicht ganz. Nicht ganz? Nein, die Reisehöhe beträgt keine 10.000 Fuß oder Meter oder was auch immer. Hey, du hast ja T-Heli. Gut vorgeplant. Ich alles gewusst. Ich habe keine Ahnung, warum ich das da gerade tue. Einfach um ihn abzulenken. Ja, vor allem ausleeren. Das Geilste, was er gemacht wird. Verwirrung. Nein, weil der wird mich hier mit dem vielleicht angreifen. Na, kann er nicht. Vielleicht zieht er den Bomber da hoch. Ja, okay. Ich habe nicht gewusst, dass er damit nicht ran kann. Also da habe ich nicht dran gedacht. Das wäre so genial, wenn er den Bomber jetzt da hochziehen würde. Erstmal irgendwo an den Arsch der Welt fliegen. Einfach weil ich es kann. Doppeldistanz gilt, glaube ich, für Transporter auch mit. Nee, ne? Nee. Schade. Überleg mal, wo das Ding hätte hinfahren können, wenn das da auch gelten würde. Ja, es wäre ziemlich cool. Kampfpanzer, du bist mir am nervigsten. Du wirst angegriffen.
Ja. So, da wir mit Tammy eine Money Bitch sind, haben wir nochmal ein Gebäude eingenommen. Gruppenkonto wäre so genial bei dem. Oh ja. Oder Gruppenfähigkeiten. Gruppenfähigkeiten wären richtig übel. Ich meine, Max würde nur noch für Tammy gelten und Tammy ist für gar keinen außer Tammy, aber wenn einfach mal Andy für alle reparieren könnte. Ich wollte gerade sagen, zieh doch den Raketenwerfer hoch, aber du bist jetzt gerade grün. Ah, der Raketenwerfer so langsam. Nein, der redet nicht. Ah, Sturm hat Gabel voll. Meteoritenregen! Oder den Raketenwerfer kommen sehen. Nein, er hat mein TTP zerstört. Bloß gut, dass ich da nicht ausgeladen habe. Ich will nichts sagen, aber Missile-Einheiten sind mir ein wenig zu stark. Er ist so eine Bombe, finde ich, nicht hineingefallen. Bombe! Wir einfach alles runterholen. Ja, das ist halt das Problem bei Sturm. Also du hast halt keine zwei Züge, sondern du hast halt immer nur einen Zug. Was du da nicht schaffst, da bist du ziemlich am Hinterteil. Guck mal, wie er die Brücke einfach schon wieder für sich eingenommen hat. Ja, aber er baut keine Infanterieeinheiten, oder? Wohl nur wenige. Er hat genug, aber... Aber er zielt halt nicht darauf ab, das einzunehmen. Sieht eher auf Zerstörung ab. Na, hätte ich jetzt noch einen intakten Raketenwerfer, ne? Und der steht halt auch nicht auf dem Gebäude, sodass er nicht gleich mal zwei regeneriert. Ich baue noch Missile-Launcher danach und alles umsonst gewesen. Er hat einen nachgebaut. Der einzelne Raketenwerfer steht noch da. Was soll man da sagen? Einfach auf seine Fabrik setzen? Dazu hat er zu viele Truppen. Ja. Das ganze 30 neben Raketenwerfer fahren und Raketenwerfer angreifen. Du weißt, 30 Truppentransporter gewinnen. Das Problem ist, dass ich nicht an seinen Raketenwerfer rangekommen wäre. Schade. Boss und War wissen wir ja, 30 Truppentransporter können echt nerven. Frei nach dem Motto, 30 Truppentransporter sind dreist, ne? Es ist nicht mehr Alliteration, leider. Dreiste Truppentransporter. In Sachsen schon, ja, ich weiß. Sehr schön, das wollte ich. Hallo. Tschüss. Der will keinen Schaden machen. Jetzt ist der Kampfpanzer weg, der die ganze Zeit Ärger bereitet hat. Also noch ist er nicht weg, aber fast. Das ärgert mich so ein bisschen. Der da stand und nicht woanders, weil ich kann halt seinen doofen Bomber nicht angreifen. Ah, das Spiel, das regt mich auf richtig doll. Passend zur was. Musik. Ach was. Ich kann mit Andy schon wieder nichts bauen. Und mit Max habe ich erstaunlicherweise nichts mehr. Ganz dreist von hinten angeschlissen. Wie weit kommt der? Ich meine, der bringt ihm nicht viel, aber okay. Scheiß drauf. Hat er da?
Der da? Hat er da? Hat er da nicht? Nee, gut. Hoffst du jetzt, dass die Flaggen hier ausrichten können? Ja, zwei. Es ist Sturm. Zwei. Es ist Sturm. Ich weiß. Wobei, naja, ich würde sagen laue Prise, aber naja, gut. Octorok-Sturm. Eine Kombination zwischen Mensch und Octorok. Und Sturm. Ja. Bau noch einen Raketenwerfer, falls der erste kaputt geht. Nö, ich baue jetzt einen Kampfpanzer. Mit Jamie? Ja. Manchmal muss man mit seinen alten Traditionen brechen oder so. Die KI ist einfach ziemlich clever, kann man nichts sagen. Tschüss TTP, okay. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen, als er den leeren Zweier TTP angegriffen hat, aber gut. Und seine Bombe direkt neben zwei Flaggs gestellt hat. Okay, das war gut. Zwei halbe Flaggs, aber immerhin zwei Flaggs. Ich glaube, das werden jetzt noch 100 Folgen dieses Let's Plays werden. Nur wegen diesem Kampf? Nur wegen diesem Kampf. Wir sind bei 38. Das müsste Folge 38 sein. Wie er seine Flaggs geeint hat. Wie er einfach noch mehr Flaggs baut. Okay. Wer ist hier am gefährlichsten? Als allererstes mal Tschüss Bomber. Ich finde übrigens, es ist nur ein Bomber. Wie kann der eigentlich dann keinen Schaden mehr machen, nur weil, weißt du, was machen wir denn da bei dem? Die Bombenluken verstopfen mit uns. Ach so, okay. Wir stecken so eine Geschosse in den Bomben. Abschussluken, genau. Ursprünglich hat er 10 und jetzt ist noch eine übrig. Ja, nee, 5 hat er immer nur. Dann ist es nur ein halbe übrig, oder was? Ja, so ungefähr. Eine, die aber manuell betrieben werden muss. Das heißt, der Pilot muss vorne auf Autopilot stellen, nach hinten laufen und die Bombe selbst rausschieben. Ich glaube, so funktioniert das. Genau so. So, das macht 70 und wenn wir dahin gehen und auf den da unten schießen, macht das 88. 88 ist natürlich mehr als 70, wie wir vielleicht noch aus Matheunterricht wissen. Wenn nicht, dann solltet ihr euch bei eurem ehemaligen Mathelehrer/Mathelehrerin beschweren. Das hätten wir auch anders machen können, aber gut. Das nennt man Overkill. Etwas. So Kanone auf Spatzen schießen und so, ne? Ja. Guck dir die ganzen fetten McDonalds-Kinder an. Ich finde, denn einer Jagdpanzer da oben, der fühlt sich bestimmt richtig sicher. Ich hätte den wegschieben sollen da, aber das da will ich jetzt sowieso nicht angreifen, das ist das Problem. Dass der da schon wieder, wie weit reicht denn der hier? Ha. Ich fühle mich an deiner Stelle wirklich sicher fühlen. Der ist sicher, der hat sicher zu sein, wenn er Probleme hat, soll er kündigen. Wird er wahrscheinlich nächste Runde von Sturm machen, aber... Der darf sich beschweren, aber erst nach der nächsten Runde von Sturm. Kann sich nach Pfingsten beschweren. Moment, es ist nach Pfingsten. Ach, Pech. Es ist weit nach Pfingsten, jetzt wenn die Folge rauskommt. Okay, das heißt, der geht dem da hinten angreifen. Hol mehr Einheiten. Warte mal, wie weit kann der bis dahin? Trollolol.
Ist klar, Blagi. Ich finde diese Berge dort, man müsste die Berge zerstören können. Du brauchst aber Raketenwerfer dafür. Einer vielleicht wieder. Das möchte ich ihm nicht geraten haben. Ach, das war natürlich... Nee, das ist natürlich doof. Naja, dann greife ich den Sima an. Und ja, ich weiß, ich greife gerade mit der Flugeinheit eine Flak-Einheit an. Oder nicht? Du machst nur 26% Schaden. Das solltest du dir vielleicht nochmal überlegen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Das war auch mein Gedanke eben so. Wie weit kann der da... Bis da. Hm. Muss neben den Jagdpanzerstellen links. Da? 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 Ja, ja, da kommt er nicht hin. Sollte er nicht hier kommen. Hast du jetzt alles eingenommen? Ja. Lauf mal, kleiner Mann, lauf. Aber man merkt, auf lange Sicht hat Sturm wenig Chancen gegen drei Leute. Wer hat gegen drei Armeen auf lange Zeit schon gute Chancen? Die Sache ist halt nur die, wie definiert man lange Zeit? Zum Beispiel so, dass ich es nie schaffe, eine Folge bei 20 Minuten ungefähr zu beenden, weil ich nie drauf gucke, bevor ich einen Zug beende. Du kannst es einschalten im Open God, dann kannst du sofort abschalten nach 20 Minuten. Genau! Scheiß auf Bomber. Ja, Bomber oder Verabschiedungen. Bomber braucht keiner. Ja, wie schon King Afrika gesagt hat. Bomber. Mach schneller. Trollolol. Das Schöne ist nämlich, nach dem Motto, Mech-Einheiten, schaut mal, da geht euer Rückweg davon. Ja, das ist wie, wir holen euch in einer Stunde wieder ab. Heli fliegt los, bam, wird abgeschossen. Tja, Pech gehabt, würde ich sagen. Das war meine Idee, ja? Das wollte ich in der nächsten Runde machen. Ficke dich. Was soll in der nächsten Runde nochmal? Nein. Boom, tot. Wenn das da vorne keine Gebäude wären, also keine Stadtgebäude, sondern wenigstens... Basen. So, Leute, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir mal wieder ein bisschen mehr von ihm zerstören, damit er wieder seine Gabe auffüllt, damit er wieder mehr von uns zerstören kann. Yay, Zerstörung. Bis dahin. Tschüss. Ciao.